Schadenfreude ist die reinste Freude. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Damen und Herren, diese PLEVs, die Personal Light Electric Vehicles, Elektrokleinstfahrzeuge, die sind heute bereits Bestandteil des Verkehrsalltags. Da können wir nicht mehr drüber hinweg diskutieren. Und deshalb sollten wir uns ernsthaft damit befassen, wie wir diese Lage, die ja schon besteht, gestalten. Die Fahrzeuge werden von vielen Menschen benutzt. Und das liegt wiederum daran, dass diese Fahrzeuge für die Menschen einfach viele Vorteile bereithalten. Man kann mit diesen Fahrzeugen Entfernungen zurücklegen, die zum Laufen zu weit sind, aber für ein Auto zu kurz. Die meisten dieser Fahrzeuge sind klein genug, dass man sie bei der Reise in anderen Beförderungsmitteln mitnehmen kann. Und zum Beispiel bei der Reise im Zug ist das ideal für die Zu- und Abwägung zwischen Bahnhof und Ziel. Und es macht auch einfach Spaß, mit so einem PLEV zu fahren. Natürlich gibt es auch Aspekte, die nicht so schön sind. Beispielsweise wird immer wieder davon berichtet, dass Fahrerinnen und Fahrer dieser PLEVs, dieser Elektrokleinstfahrzeuge, unzulässigerweise auf Gehwegen fahren und nicht genügend Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer nehmen. Es nehmen auch Fahrzeuge am Straßenverkehr teil, die in Deutschland nicht zugelassen sind. Und viele Fahrerinnen und Fahrer können Geschwindigkeit und Fahrverhalten nicht richtig einschätzen. Das Verletzungsrisiko ist hoch. Das ist ehrlicherweise genau dasselbe Problem wie bei E-Bikes. Und Sie sprachen davon, dass viele zu zweit darauf fahren und alkoholisiert auf diesen Geräten unterwegs sind. Das ist bereits verboten. Das ist aber auf dem Fahrrad genauso verboten. Und unter der Argumentation, die Sie gebracht haben, könnten wir auch Fahrräder kritisch diskutieren. Ich glaube, das wollen wir hier nicht. Um diese Schattenseiten kümmern wir uns. Und wenn die Verkehrserziehung, Rücksichtnahme und verbesserte Selbsteinschätzung einen noch höheren Stellenwert bekommen, wenn sich also zukünftig alle Verkehrsteilnehmer unabhängig vom Fortbewegungsmittel wieder stärker auf Rücksichtnahme als zentralen Grundsatz unseres Miteinanders besinnen, dann ist das für alle Verkehrsteilnehmer gut. Wir wollen die Chancen befördern, die uns dieses neue Verkehrsmittel bietet. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses schönen Landes Elektrokleinstfahrzeuge für die letzte Meile nutzen können, wenn sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen. Dafür ist dann entweder die Mitnahme erforderlich oder eine sichere Abstellmöglichkeit. Schließlich sind die PLEVs ja nicht ganz billig. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn unsere Gäste unser schönes Land Schleswig-Holstein mobil und emissionsarm erkunden können. Ob wir dafür allerdings den öffentlichen Verkehrsraum neu aufteilen müssen, wie hier angeklungen ist, das stelle ich mal in Frage, aber das können wir sicherlich noch irgendwann mal diskutieren. Sehr geehrte Damen und Herren, 1865 wurde in Großbritannien der Red Flag Act erlassen. Autos durften maximal 4 Meilen pro Stunde fahren und mussten mit 2 Personen besetzt sein und es musste ein Fußgänger mit einer roten Flagge vorweglaufen. 31 Jahre später erkannten die Briten dann, dass diese Regelung zum Verkehrsmittelauto irgendwie nicht so richtig passt und schafften das Gesetz ab. Und was lernt man daraus oder was lernen wir daraus? Regeln für neue Verkehrsmittel müssen manchmal an die Erfahrung angepasst werden, die man mit diesem neuen Verkehrsmittel macht. Und deshalb wollen wir, dass alle Regelungen regelmäßig evaluiert werden. Das steht auch in unserem Antrag drin und das halte ich für einen wichtigen Punkt. Wie bei jeder Neuerung gibt es auch bei den PLEVs was zu meckern. Wir nehmen uns dieser Probleme und dieser Bedenken an, im Umfang unserer Möglichkeiten. Das ist für uns selbstverständlich. Aber diese neuen Verkehrsmittel, die bieten auch Vorteile. Und diese Vorteile, die wollen wir haben. Erleichterung beim Pendeln, Substituieren anderer Verkehrsmittel, dadurch Entzerren des meist innerstädtischen Verkehrs, Schnelligkeit, Bequemlichkeit und auch Freude beim Zurücklegen kurzer Entfernung. Und ich finde, unser Antrag ist so gut, den können wir auch in der Sache abstimmen und ihm zustimmen. Vielen Dank. Das Wort für die AfD-Fraktion hat der Abgeordnete